weich, als die Männer noch Schwänze kappten. Du, ich finde es nicht gut. Das kannst du nicht bringen. Sag mal, worum geht's dir eigentlich noch? Oder geht's dir gar nicht darum? Aber ich bin doch extra hergekommen zum Spielen. Du, ich muss doch wissen, worum es geht. Ich muss doch wissen, worum es mir geht. Weich! Ja. Als die Männer noch Schwänze hatten, hatten wir im Prinzip Hoffnung. Wir waren eins mit uns, saßen locker und entspannt auf den Ästen. Die Erfindung der Säge ließen auf sich warten. Wir hatten Stein und Zeit. Da fiel Gillette vom Himmel und wir vor Schreck aus allen Erkenntnisbäumen auf den Boden der Tatsachen, die wir dann sehr schnell vollendet haben. Seit Gillette läuft alles glatt. Wie das Beste im Mann glatt. Aus Zeit wurde Stress, aus Leningrad, St. Petersburg, aus Ryder, Twix, aus 1992, 1993, aus dem Golfkrieg, der Golfkrieg und aus Stein, zunächst der Faustkeil, später die Kreditkarte. Da blieb dann auch dem ersten Rheinländer, dem Neandertaler, keine andere Möglichkeit, als sich aufzurichten. Warum? Um eine Stehkneipe zu eröffnen. Da steht er heute noch, aber hier und da kostet das Kölsch schon mal 3,50 Mark. Das ist Evolution. Und wenn sonst jemand auf die saublöde Idee kommen sollte, mich zu fragen, warum ich heute noch Kabarett mache, kann ich darauf nur antworten, dass in meiner Stammkneipe das Kölsch 3,50 kostet. Und ich trinke verdammt viel Kölsch. Kabarettisten, ihr Publikum und ein winziges Bier für 3,50. So sieht's doch aus. Du Publikum, ich Kabarettist. Ich Tarzan. Du Jane. Klassische Beziehungskiste. Kiste wie Sarg. Oder wie Honecker, ja, my honey is over the ocean, no bring back, ne, lieber nicht bring back. Denn, nein, Honecker trägt schließlich die Alleinschuld an der deutschen Einheit und das ist auch gut so, ne, tja. Der Sozialismus ist nur tot, heute dei, es lebe der Marxismus. Heute wieder Marxist sein, das hat schon was, ne. Also, wenn ich dazu mal was sagen dürfte, jetzt hier in dem Zusammenhang. Also, der Titanic war bestimmt ein sehr schönes Schiff, aber sich halt an der Reling festhalten und behaupten, der Marxismus ist unsinkbar, ich weiß ja nicht. Aber ich, der Marxismus hat eine Chance, mich, aber er wird sie nicht nutzen, weil er mich gar nicht bezahlen kann. Ich habe mich schon verkauft an euch, an den schlechten Geschmack. Wie wollt ihr das haben? Habt ihr eine Idee? Pfiffig gewissermaßen. Quickie? Oder Wagner? Milka. Oder noch zarter? Missionarisch? Oder mehr so hintenrum? Oder wollt ihr einfach drüber reden? Ja, schon frustrierend genug, dass wir ständig über Politik reden, aber es nicht machen. Reden, wie soll das funktionieren? Die Sprache der Sexualität ist beliebig und dadurch brutal. Erinnert zunächst an den Braunkohletagebau, Baggern, dann an vakuumverpacktes Aufreißen und schlussendlich an Serbien knallen. Knallen ohne Ver. Wir tun uns sehr schwer mit der Liebe, darum verklausulieren wir sie und verweisen sie unbeholfen ins Reich des Emotionslosen. Da lieben wir uns heimwerkerisch. Nageln, bohren, basteln. Militärisch, umlegen, flachlegen, stoßen, stechen, bumsen. Haushälterisch, besorgen. Durchnudeln, stopfen. Karrieristisch, durchziehen. Handelseinig, treiben. Biblisch, aufs Kreuz legen. Hitchcocksch, Vögeln, unbeteiligt. Hast du Lust, bei mir zu frühstücken? Oder am Ende sogar müde, wie willst du mit mir ins Bett, um dort zusammen zu schlafen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, was empfinden Sie bei dem Wort ficken? Nichts sehen Sie? Rein gar nichts? Dabei ist ficken ein sehr schönes Wort. Von Fikan, Mittelhochdeutsch für Reiben wie Reibekuchen, extrem lecker, ja. Nun, mit Fackere, lateinisch machen,
hat das rein gar nichts zu tun, auch wenn es das die Amerikaner in der Abgefaktizität ihres Seins ständig glauben machen wollen. Seltsam, sehr seltsam in diesem Linguanebel zu wandeln. Also hast du wohl voll den Hammer. So, ich habe also einen Hammer. Und er meint es verächtlich. Einen Hammer. Ist denn Impotenz bereits der Ausdruck höherer Intelligenz? Sicher das. Weisheit ist den Impotenten, Erkenntnis den Kastrierten vorbehalten. Die haben Zeit. Normal. Wieder bei Frauen aussieht, bin ich überfordert. Ey, wo spielen wir Frauen eigentlich sowieso immer überfordert? Tun wir noch zwei Kölsch. Saufen. Das ist die Fortsetzung des Leistungsgedanken in der Freizeit. Findest du das nicht makaber? Das schwätze ich ja wie der Billy. Das ist richtig. Aber ich bin der Jumbo. Nicht überall, wo Brand draufsteht, ist auch Brand drin. Na, nur denken Sie mal an die Kekse. Der Willi ist nur leider tot. Er ist seiner Partei ins Grab gefolgt. Der Willi wollte nicht mehr. So ganz allein. Die SPD kriegt doch keinen mehr hoch. Die Faust schon gar nicht. Nicht mal zur Deckung. Die Linke sitzt so gut wie ihre Anzüge. Aber das ist nicht das Einzige, was hier nicht steht. Ei, super! Da fällt mir ein wahnsinnig guter Witz ein. Und passt mal auf. Wisst ihr schon, was der Unterschied ist zwischen einem Macho, einem Supermacho und einem Softie? Wisst ihr nicht? Ich sag's euch. Super. Also, der Macho lässt sich einen runterholen und fragt dann, na, wie war ich? Super. Ah, ich hab doch gewusst, auf den schlechten Geschmack ist Verlass. Wunderbar, da ging es noch. Da sind wir auch schon beim Supermacho. Was macht der Supermacho? Der Supermacho kriegt keinen hoch und fragt dann, ey Baby, passiert dir das öfter? Aber was macht der Softie? Das ist doch die Frage, die uns hier beim ZDF am meisten interessiert. Ja. Der Softie macht sich selber und sagt dann, du, ich wollte da nicht wehtun. Ich bin der totale Macho, aber ich bekämpf's. Obwohl, weißt grad, Wäsche stimuliert mich unheimlich, du. Meine alte Schmusedecke, das Palästinensertuch. Das kommt so wahnsinnig, weißt du, so ein Arafat, das ist unheimlich, unheimlich männlich und auch arabisch grad. Weißt du, das ist auch immer ein politischer Akt, muss ich bedenken, ja? Gerade jetzt ein Solidaritätsakt. Vorwärts so nicht vergessen, worin deine Stärke besteht beim Fressen. Fernsehen, die Scheißegalité. Geht doch. Es geht alles. Aber es kommt nichts mehr. Am Morgen schieße ich auf alles, was steht, weil sich ja nichts mehr bewegt. Ja, geht doch, kenne ich geilere Schüsse. Du weißt, ich kann gar nicht schießen. Ich bin kein Schütze. Du, ich bin vage. Total vage, das ist echt hart, weil die Frau fragt immer zuerst nach dem Alter und dann nach dem Sternzeichen. So wirst du dann auch behandelt. Weißt du, ich glaube auch nicht dran. Aber irgendwas ist schon dran. Oder? Der Mensch ist so unnatürlich das, und das Übernatürliche glauben muss. Weil er sich so all das, was er nicht versteht, in der Welt mit Sachen erklären kann, die er noch viel weniger versteht. Kant für Arme, hör doch ab. Kant. Die Hand ist ja nach Kant, das äußere Gehirn. Aiki! Gehirn. Ja. Geballtes Gehirn, ihr Flachhirn. So steht uns die Scheiße schon. Wenn ich früher mies drauf war, habe ich mal Kant gegeben. Heute gebe ich mal mehr so die Kante. Du weißt, ich wäre gern Löwe, obwohl ich Vegetarier bin. Ja. Wir essen kein Fleisch, aber wir schauen drauf. Alles klar? Na, du weißt, ich finde, Sex ist in erster Linie
Wärme. Welche Frau mit einer Wärmflasche ins Bett, wenn sie nicht gerade Bauchschmerzen hat? Du, aber das hält die doch total oft. Gerade deine Freundin, du, die Corinna. Was hast du mit Corinna? Das ist total harmlos, weißt du, also sie schläft mit mir, aber ich nicht mit ihr. Ich meine, ehrlich, das würde ich nie machen, die liebt dich, die ist ja sowas von treu, gerade gedanklich, ja. Weißt du, und Liebe nehme ich total ernst. Geh Burgmusthorn, nicht Bloch. Es gibt nichts Lustkillenderes, als wie den Genitoren ernst. Sag mal zu einer Maus, du Baby, ich nehme dich total ernst. Wenn zwei Minuten später die Tür schält, ist das dein Taxi. Du weißt, ich schwätze von Liebe. Das muss aus dem Bauch rauskommen. Das Einzige, was aus dem Bauch rauskommt, das ist schon gegessen. Ja. Mein alter Jugendfreund Karl Marx. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, ich weiß. Aber das wird wieder. Was ist denn nicht alles von deinen Pariser Manuskripten geblieben? Ei, der Pariser halt! Summe! Die sind doch völlig zurückgeblieben. Und zwar aus dem marxistischen Standpunkt. Also, wir sind doch nicht zurück und sind gar nicht stehen geblieben. Ihr habt uns da stehen lassen. Und wo stehen wir nun? Sie bestellt und nicht abgeholt. Sony ist verpisst, euch keiner vermisst, euch? Das ist irgendwas falsch. Wie ein leergefahrenen Trabi, mitten in der Pampa, einfach stehen gelassen. Vielleicht sollten wir euch besser sitzen lassen. 10 Millionen Spitzel ab in die Kneste, die Vergangenheit überwältigen und Platz schaffen. Arbeitsplatz verlegen heißt Bewältigung, grauenhafte Vorstellung. Wie sehen dann unsere Medaillenspiegel aus? Nein, 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 nein. Seien wir ehrlich, in jedem von uns steckt der hässliche Deutsche. Jener Stasi-Modo. Seit Schiller haben wir alle einen an der Glocke. Prost. Prost. Wenn ich das Victory-Zeichen mache, meist hat er so gemeint. 2 Kölsch. Victory, da trinke ich nicht allein. Wieder den masturbanen Geist. Außer Tresen nichts gewesen. Du gehst nicht, du lässt dich gehen und weißt ja nicht mehr wohin. Du frisst wie Gott in Frankreich und hältst das für Liberté. Du Liberté, ich lieber Kölsch. Ich trinke und wenn ich mich unter den Tisch gesoffen habe, trinke ich da weiter. Bis zur Gesinnungslosigkeit. Ich trinke, also trinke ich. Hör mal. Die Saddams und Moslems und so sind auch nur so mies drauf, weil sie nicht saufen, ist doch klar. Nachtlokalanästhesie. Ich lebe mich aus. Ausleben? Ja, spricht all die Welt vom Ausleben. Und ich war Gott froh, wenn ich mich nur endlich mal einleben könnte. Einleben? Dafür seid ihr zu faul? 40 Jahre revolutionäre Untergrabung der bürgerlichen Arbeitsmoral. Das hinterlässt Spuren. Wenn wir was von euch lernen können, dann nichts tun. Nichts tun haben wir nämlich nicht gelernt. Was können wir denn dafür, dass sich jemand den Sozialismus in der Zeit ausgedacht hat, als der Skateboard noch nicht erfunden war? Wir wollen doch auch Wasserrutsche fahren. Glaubt ihr, wir sind mit Absicht unfähig? Doch sind wir nämlich gar nicht. Doch, wenn nach fast 3 Jahren Kapitalismus auf der Autobahn immer noch rechts fährt. Der ist schlicht und ergreifend überholt. Ich habe mir längst ein anderes Auto gekauft. Aber wie soll ich das machen? Mit ohne Arbeit. Ich nehme jede Arbeit an. Ihr nehmt einfach zu viel an. Das Recht auf Arbeit ist bei uns kein Glaubensartikel. Das müsst ihr euch erarbeiten. Und genau das könnt ihr nicht. Oh, ich glaube gleich. Wir wollen arbeiten. Wenn es sein muss, planlos. Nur freilich. Ich bin zu jeder Dienstleistung bereit. Dienstleistung. Das ist ein Widerspruch in sich. Außer Prostitution. Aber das könnt ihr doch auch nicht. Ihr föhnt euch die Haare mit dem Bügeleisen. Ihr legt euch die Locken mit dem Tauchsieder. Der Fall Krabbe beweist, ihr seid sogar zum Pissen zu doof. Ich bekenne, ich habe von der Vereinigung geträumt, feucht, aber statt einer roten Frischzellenkur haben wir jetzt Quatsch mit brauner Soße. Gestern Rostock, heuer ist wieder Werder, morgen Deutschland, übermorgen macht ihr dem Führer ein Kind.
Ist doch nicht wahr. Und wenn, dann ist das eure Schuld. Ihr habt überhaupt an allem Schuld. Haben wir denn gewusst, dass man erst Aktionär sein muss, bevor man Reaktionär sein darf? Oh. Ihr habt uns doch alles genommen, was wir hatten. Wieso, ihr hattet doch nichts. Schon gar keinen Stolz, darum müsst ihr fressen, was auf den Tisch kommt. Und wenn nichts mehr auf den Tisch kommt, müsst ihr uns das auch noch aus der Treuhand fressen. Was sich liebt, das annektiert sich. Beziehungen ohne Besitzansprüche. Sowas gibt's nicht. Beziehungen, gut, wollen wir uns nicht mehr zu sagen. Aber wenn es eine Beziehung wäre, könnten wir noch zusammen kuscheln. Ihr habt uns doch spitz wie Nachbar aus Lumbi ausgezogen bis aufs letzte Hemde. Und habt ihr plötzlich keine Lust mehr. Was beschwerst du dich? Wir haben euch doch genommen. Wenn wir gewusst hätten, was unter dem letzten Hemd zum Vorschein kommt, hätten wir die Finger von euch gelassen. Unser makelloser Volkskörper hat mit Anfang 40 seine erste Problemzone am Arsch. Erfurter Rauffaser-Orangenhaut. Unser Verhältnis hat doch nicht mal was mit Sex zu tun. Das ist eine Bahnhofsnummer. In Bruxelles und in der Friedrichstraße abgefertigt. Da stehen wir nur auf dem Bahnsteig. Endstation Sehnsucht. Ohne Umsteigemöglichkeit. Ihr versteht doch sowieso nur Bahnhof. Fragt nicht so viel. Die einzige Frage, die bei uns gestellt wird, ist die Nachfrage. Bedient Sie? Freier sind da. Ihr wollt doch anschaffen. Das fängt bei Maris an und hört beim GTI noch lange nicht auf. Ihr habt uns erst verführt und dann nicht heimgeführt. Was ist Rassentrennung? Machen die Schnauze voll? Prima, mit vollem Munde widerspricht man nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder einen Spruch machen zwischendurch, gell? Wunderbar. Die Dunkeldeutschen, also die Bananen sind doch gematscht. Wenn da eine Schlange vorm Geldautomaten steht, glauben die doch, einer hat eine Glückssträhne und stellen sich hinten an. Super! Du weißt, ich find, du solltest dir selbst was aufbauen. Bau auf. Das kennen wir nicht schon. Wie soll ich das machen? Da müsste ich mir die Bauklötze schon staunen. Na? Für euch ist Deutschland nur ein Riesengeschäft. Das war Kontergan auch. Einige kommen ihm immer zu kurz. Wir sind euch doch völlig gleichgültig. Früher hat wenigstens der Stasi noch eine Notiz von uns genommen. Hören Sie ab. Gleichgültigkeit ist die ausgewogenste Form der Gültigkeit. Stabil quasi. Gebrabbel ist belastend. Da bekomme ich innere Schmerzen. Hast du bloß Seidestecher? Oder hast du es auch im Kreuz? Du, ich wahnsinnig, 20 Millionen Deutsche in der Rücke Probleme. Und 80 Millionen kein Rückgrat. Ne? Ein Volk von Duckmäusen. Im Grunde ist jede Steuererhöhung ein Tierversuch. Tierversuch. Ringelnatz hat's. Tja, wollten ein, zwei Ameisen nach Australien reisen. Denn da gibt's die meisten Gurus und die heißen alle Ken. Der Oberguru ist und bleibt Jesus Christus. Jesus liebt dich. Und wir lieben Jesus. Unsere Nächsten, aber vor allen Dingen unsere Weitesten. Ab morgen wird zurückgeliebt. Ja, christliche Nächstenliebe ist ein echter Exportschlager. Aber haben wir in Sarajevo was zu suchen, bloß weil wir da mal was verloren haben? Hm? Der Pionier in Sachen internationalem Christus-Marketing war der Judas. Das Resultat war schon damals eine Menschenrechtsverletzung, bei der den frommen Politikern heute noch einer abgeht. Das ist keine Moral, das ist Unzucht mit Abgehangenen. Die Corinna sagt immer, wer Jesus nicht kennt, hätte das Leben verpennt. Wer mit Jesus Christus pennt, gehört schon zum Establishment. Mir war jetzt irgendwas falsch wieder. Wer mit Engholm? Nee, ist ja noch ekelhaft, oder? Was mache ich ja eigentlich, wenn es den liebe Gott gibt? Da steht ihr ganz schön doof da. Das will ich gerade mal sagen. Wie Adam und Eva, auch so ein Beziehungsversuch, bei dem nichts rausgekommen ist. Lieb dich selbst, sonst liebt dich Gott. Narzissten, da ist doch ekelhaft. Narzissten, das sind Menschen, die Onanie für Liebe halten. Sitzen da wie Ala, die mit der Lampe rubbeln und warten auf das Wunder.
Ihr deutschen Saubermänner seid ihr ottomanisch depressiv. Ihr seid so frustriert, weil ihr beim Bums noch nichts anderes denken könnt, als wir an die Flecken in der Bettwäsche. Das Einzige, was ich in meinem Bett empfange, ist RTL Plus. Nein. Da wünsche ich mir doch Empfängnisverhütung unter den Sprung der Schüssel oder was weiß ich. Ihr Deutschen und euer Sendungsbewusstsein. Deutschland den Deutschen, als ob sie jemand anders haben wollt. Geschenkt. Ihr seid Nazis alle miteinander. Ausländerfreundlichkeit, ja. Ausländer, nein. Denn wie viel freundlicher ist ein Ausländer, wenn einer bleibt? Wenn ihr wüsstet, dass morgen die Welt in den Arsch geht, wird er da heute noch ein Schlagbäumchen pflanzen. Und wenn der Deutschen einen total leeren Zug steigt, dann sucht er zuerst panisch seinen reservierten Platz. Er stürmt. Er stürmt und besetzt das Abteil und spult sofort den Abteilungsleiter. Ihr seid Rassisten bis aufs Blut, wie die Jugoschweine und Zulu-Kaufern. Die rein zur Russenwirtschaft. Ihr seid doch nicht ehrlich, als die Polaken, ihr Geldsäcke und Saujuden, politisch verkommen wie die Itaker Spaghettis und Hottentotten. Gehen, mir wird schlecht, wenn ich euch anlurke, ihr hässlichen deutschen Einheitsfratzen. Nazis. Nazis jedet überall. Überall sind Lück, die ohne Blut keinen hochkriegen. Wenn sonst nichts mehr spritzt, dann Blut. Normal. Normal. Du weißt, wenn ich euch so schwätze höre, dann muss ich mir das mit meinem Gewaltverzicht echt nochmal überlegen, ja? Weil stink ich denn so? Toleranzig bin ich auch nicht, ja? Ich verstehe das nicht. Und sehr doch die gleiche Vergangenheit prägt. Nix Horror und Porno. Weißt du, Märchen sind durchaus nicht märchenhaft. Unterscheiden sich kaum von Horror und Pornografie. Mit dem einzigen Unterschied, dass es sich um feministische Literatur handelt. Feministisch, sehr wohl. Werdet beweisen, lauschen wir gemeinsam meinen Worten. Nun, Eier, wie Humpty Dumpty in Alice Schwarzes Wunderland, sind grundsätzlich böse Verbrechen an sich selbst. Da wimmelt es von abgehackten schlimmen Fingern und Zehen, langgezogenen Teufelsschwänzen, versauten Bettlaken, Stichwort Holle, Kannibalismus, glühenden Pantoffeln und kandierten Hexen. Hässliche Männer werden erstmal an die Wand geklatscht. Im Grunde ist doch jeder Mann ein Frosch. Dem Sterntaler Kindchen entgegen regnet ein Vermögen in den Schoß, bloß weil es im Dessous dasteht. Ist das denn gerecht? Zündholzverkäuferin, wir kennen durch einschlägiges Vokabular aus der Kinderprostitution. In der Märchenwelt werden Kinder gleich reihenweise verscherbelt und zur Prostitution gezwungen. Denken wir nur an die schöne Müllerin und ihr Rumpelschwänzchen. Der Mann immer in der Rolle des Zuhälters. Alles Mürrel oder was? Oder doch wieder nur die Unfähigkeit des alleinerziehenden Vaters, wie sie uns bei Hänsel und Gretel oder im Aschenputtel begegnet, das bekanntermaßen in einer Blutorgie gipfelt. Das tapfere Aufschneiderlein. Sieben auf einen Streich. Sieben. Das sind doch Kleinbürgerträume. Nun, zwei. Zwei. Zwei, darüber kann man vielleicht reden. Ja, 10 Mark in die Schobikasse. Ich spende gern für einen guten Zweck. Knüppel aus dem Sack. Was für eine tumbe männliche Selbstbefriedigungsfantasie. Tischlein, deck dich. Das ist doch der schiere Voyeurismus. Dem Tischlein zuzuschauen. Das ist erniedrigend. Gerade für das Tischlein. Im Lieblingsmärchen des Generalbundesanwalts Rapunzel umgeht das in Isolationshaft gehaltene Rapunzelchen geschickten Kontaktsperre mit Hilfe der langen Haare. Sehr intelligent. Gleiches lässt sich von Männern nicht behaupten. Die Männer sind tierisch, antriebsschwach, willenlos oder schlicht bescheuert. Denken wir nur an die durch und durch beknackten Könige. An die zahllosen androgynen und debilen Prinzen und rufen wir uns ruhig einmal das Prinzenmassaker aus Dornröschen vor Augen. Oder auf den Volltrottel auf Schneewittchen. Deswegen braucht sie doch die 7 Zwerge, machen wir uns nichts vor. Anders. Anders die Frauen. Die Frauen sind listig, sportiv, schön, vital, dominant, eigensinnig, sublime, revolutionär, tragen rote Kappen.
verarschen Wölfe. Oder wie schlafen dich aus 500 Jahre lang, während alle Männer blöd rumstehen oder sich abhetzen. Frauen, denen in allen Belangen überlegen. Normal. Männer überlegen, Frauen sind's, denk ich. Also trink ich. Wozu denken, wo ich doch schon bin? Aber was? Was für ein Schweinchen bin ich eigentlich? Ich bin kein Schweinchen. Ich bin vermutlich ein Mensch. Und der Mensch ist leider kein Tier. Er hat was von dir, von dir, von dir und von mir. Der Mensch ist ja nicht mal ein Pantoffeltier. Denn der Mensch ist gar nicht rund. Und wenn der Mensch nicht rund ist, dann ist der Mensch eine Scheibe. Aber eine Scheibe von was? Fleischwurst. Seit Wochen sitze ich im Dunkeln. Ich bräuchte dringend Glühbirnen. Aber ich habe Angst vor Kaufhäusern. 13 bitte 24, 18 bitte 19, 325.812 bitte 816.000 und 9,5 aber flott. Und beachten Sie unsere Sonderangebote in der höchsten Abteilung. Vielen Dank. Kaufen! Angst! Ich kenn das. Seit 4 Jahren will ich mir ein neues Automobil kaufen. Aber die Alkis will und will nicht verrecken. Was soll ich da machen? Ich habe Angst. Ich spare. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe Sex nur auf Krankenschein. Ich lebe bei Wasser und Tofu. Aber was, wenn mich morgen ein Auto platt macht? Hör mal! Wer glaubt, gesund sterben zu können, der hat doch eine Klatsche, Mann! Ich habe Angst vor Vollkorn-Marshmallows. Ich habe Angst vor Deutschland in den Promille-Grenzen von Klausthaler. Und ich habe Angst vor Striezelhubers. Ich habe Angst. Wenn ich zur Bank gehe, habe ich das Gefühl, Geld zu stehlen. Jedes Gefühl ist mir peinlich. Wenn eine Frau mit mir schläft, habe ich das Gefühl, belohnt zu werden. Aber wofür? Bevor ich mich in die Bahn setze, löse ich 2 Fahrscheine und fahre trotzdem schwarz. Wenn ich morgens in die Zeitung schaue, habe ich Angst, meine Todesanzeige zu lesen. Ich habe Angst vor Träumen. Gestern hat Robespierre meinen Kopf aus dem Weidenkorb gefischt und dazu gesungen, ein Teil von dir bleibt hier. Ich habe Angst vor Reisen, aber ich will reisen ins Bacardi-Land. Mit einer Brille aus Campari-Gläsern. Wo laufen sie denn rum, die Bounty-Frauen? Wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Für wen laufen die denn? Ich glaube, die Bounty-Frauen meutern. Vielleicht, weil ich so schlecht aussehe, gucken sie sich das an. Ganz blass. Ich sollte mich mal ins Solarium legen. Aber mir fehlt die Disziplin. Disziplin. Eine deutsche Tugend. Wie das braun werden. Ich stelle nichts mehr. Ich muss eine Fortbildung machen. Das ist wichtig. Alles ist so wichtig. Wichtig das Wort, das ich aus Wicht und ich zusammensetze. Wicht. Ich muss eine Fortbildung. Ich muss mich so lange fortbilden, bis ich ganz weg bin. Ich muss jetzt einen Abschluss machen. Die Uni abschließen, damit sie keiner klauen kann. Das Programm abschließen, damit nichts offen bleibt. Und ich in der Zeit. Abschluss.